Wir waren gerade zu Hause bei dem Chef des Fitnessstudios. Er meinte, der Diplomatensohn sei sehr wohl Mitglied bei ihm. Ich wusste es doch. Das ist 100 pro unser Mann. Ja, natürlich ist er das. Und wenn ich ihn erwische, dann reiße ich ihn persönlich. Das bringt doch nichts. Konnte sich der Chef auch vorstellen, wer als zweiter Täter in Frage kommt? Ja, also er meinte, der Diplomatensohn würde immer mittags ins Studio kommen und damit zum Typ trainieren. Irgendwie groß, sehr kräftig, blondierte Haare. Axel Brecht heißt er. Das könnte er sein. Ja, auf jeden Fall. Deshalb fahren wir jetzt auch mal zum Studio und warten, bis die auftauchen. Alles klar. Und ich spreche nochmal mit Michael. Gegen diesen Typen müssen wir irgendwas unternehmen. Oder zumindest gegen den zweiten Täter. Alles klar. Bis nachher, ciao. Er kann doch nicht mit allem durchkommen. Immunität hin oder her. Der hat uns eiskalt angelogen, als er meinte, er wäre nicht Mitglied von diesem Fitnessstudio. Robert, wir nageln den Kerl schon fest, verspreche ich dir. Hier, nimm erst mal einen Kaffee, beruhig dich ein bisschen. Wir müssen genau überlegen, wie wir jetzt vorgehen. Alex und Gerrit haben sich schon was einfallen lassen. Was denn? Was haben die vor? Ach, die wollen sich nur ein bisschen in diesem Fitnessstudio umgucken. Die sollen mal lieber schön die Füße stillhalten. Die können da mehr Schaden anrichten, als uns nutzen. Wir müssen auf Nachrichten vom Auswärtigen Amt warten, anders geht's nicht. Und bis die Antwort kann's dauern. Was ist denn, wenn die Typen noch weiter Frauen vergewaltigen? Ja, vielleicht kommen wir ja über den mutmaßlichen Komplizen weiter, diesen Axel Brecht. Ich guck mal, ob ich über den was rauskriege. Also von der Statur her könnten es die beiden sein, die ich auf dem Parkplatz gesehen habe. Hauptsache, die erkenne ich nicht. Wie denn? Wenn, dann haben sie mich überhaupt nur über den Rückspiegel gesehen. Außerdem bin ich doch eins auf dem Kleinen. Ganz toll. Ich gehe mal rüber. Pass auf. Hey, schöne Frau. Langweilt dich dein Macker da drüben? Ach so, nee, das ist nicht mein Macker. Den kenne ich nur von hier. Aber der kann mir auch nicht helfen. Helfen wir beide? Ja, ich bin neu in der Stadt und ich würde ganz gerne joggen, aber ich habe keine Ahnung wo. Habt ihr eine Idee? Klar, probiere doch im Lerchenpark. Da joggen wir auch immer. Ach so, ja cool. Dann sehen wir uns da vielleicht mal. Danke, ciao. Tschö. Hey, warte mal. Hi. Ich wollte nur noch mal sorry sagen fürs letzte Mal, dass ich so unkooperativ war. War scheiße gelaufen. Mein Chef hat mich ganz schön gefaltet. Ja. Aber du musst das verstehen, ich habe nicht so oft mit der Kripo zu tun, ja? Kein Problem. So, eine kleine Pullenschlampe. Hey, was? Hallo, was ist denn hier los? Ist mein Anliegen. Ich habe keine Meinung genug geworden, die dich nicht sagen. Offenbar weißt du nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Und ob wissen wir das? Ihr seid zwei brutale Vergewaltiger. Und wir gehen euch so lange auf den Sack, bis ihr hinter Gittern spottet. Habt ihr es kapiert? Weder du noch deine kleine Schlampikin was gegen mich unternehmen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Also nehmt euch in Acht, okay? Sonst... Hey, Doc. Hallo, Robert. Mensch, Robert, du kannst doch bei so einer Aktion nicht die Tür auflassen. Dass jemand mitkriegt. Och, Doc, entspann dich doch mal. Ich hänge an meinem Job, ihr offenbar nicht. Ja, natürlich. Also, was sagt der Test? Ja. Also, hier. Die Spucke passt tatsächlich zur DNA von einem der beiden Vergewaltigten. Ich wusste es doch. Von mir habt ihr es nicht. Natürlich nicht, Doc. Mann, schiebst du eine Para-Echte. Trotzdem, vielen Dank für die Info. Du hast uns echt weitergeholfen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ihr habt euch die Speichelprobe illegal besorgt, Robert. Das nützt euch vor Gericht gar nichts. Zumindest haben wir jetzt hundertprozentige Gewissheit. Und wir können verhindern, dass er weitere Frauen vergewaltigt. Wir observieren ihn einfach. Hm, ich verstehe schon. Aber sag mal, weiß Michael von der ganzen Sache? Ja, klar. Ich muss auch wieder. Also, vielen Dank, ja? Mach's gut, ciao. Ja, ja. Oh, that was it! Yeah.
Was soll der Scheiß? Ich hab es dir gesagt, aber du wolltest ja nicht hören. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Nächstes Mal wachst du bestimmt nicht mehr auf. Was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Mensch, Gerrit saß allein im Auto und hat die Typen beobachtet. Konnte doch keiner damit rechnen, dass die so austicken. Gerrit hätte gar nicht da sein dürfen. Dann wäre auch nichts passiert. Ja, dann hätten die in der Zwischenzeit wahrscheinlich noch eine Frau vergewaltigt. Ja, das ist doch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Typen jetzt was gegen uns in der Hand haben. Was denn? Die haben Beschwerde gegen Gerrit erstattet. Mit eurem Tun habt ihr den ganzen Fall gefährdet. Was? Aber die haben doch Gerrit verletzt. Nur leider gibt es dafür keine Zeugen. So besteht Aussage gegen Aussage. Und du kannst dir vorstellen, wer da den Kürzeren zieht. Hast du wenigstens was rausgekriegt über diesen anderen, diesen ja, Recht? Ja, habe ich. Mann. Ja, was denn? Der Typ ist der Bodyguard von dem Diplomatensohn. Hat schon für mehrere hochrangige Familien gearbeitet. Gut ausgebildet, mehrere Spezialausbildungen. Was Gerrit am eigenen Leib erfahren durfte. Alex, jetzt zum letzten Mal. Wirklich keiner allein. Ja, Michael, ist gut, das ich muss mich hier wegen euch vor allen Leuten rechtfertigen, Mann. Verstehst du das nicht? Ich bin doch nicht der Himbeertoni hier. Ach, Alex, hey. Hallo, Mia. Alles klar bei dir? Bist du erkältet oder was? Nee. Michael ist sauer. Moment. Weil Gerrit und ich hinter seinem Rücken gegen diesen Diplomatensohn ermittelt haben. Und jetzt haben dieser Mistkerl und sein Bodyguard Gerrit zusammengeschlagen. Ja, davon habe ich schon gehört. Wie geht's Gerrit denn? Ja, ach, ganz okay. Er hat ein paar Prellungen, aber keine Brüche oder so. Hm. Ja, und jetzt? Tja, wir müssten dich schon auf frischer Tat ertappen. Ich bin Mia. Ich bin hier zwar kein Mitglied, ich wollte fragen, ob ich trotzdem Aushang machen darf. Was möchtest du denn gerne aushängen? Ja, weißt du, ich jogge ganz gerne und suche dringend Gleichgesinnte. Und da dachte ich mir, wo findet man die besser als im Fitnessstudio? Na klar. Tu dir keinen Zwang an. Unser Brett ist hier um die Ecke, ja? Dann kannst du es hinhängen. Gut, danke. Alles klar, danke schön. Nicht zu danken, jederzeit wieder. Jogge jeden Dienstag um 16 Uhr im Westpark, aber alleine ist es langweilig. Gleichgesinnte erwünscht. Treffpunkt Parkbach an der großen Eiche am Joggingspfad. Freue mich. Ja. Wir uns auch. Weiß, vielleicht warten die Typen ja auch darauf, dass du losläufst, damit sie ihre Beute jagen können. Okay, dann setz dich in Bewegung. Aber lauf nicht zu schnell. Nicht, dass wir dich nicht mehr sehen. Ich möchte nicht, dass noch einer Bekannten von mir was passiert, okay? Posten 1, hast du sie? Ja, sie sind unter dem Blickfeld. Wie sieht's aus, Posten 1? Du bist noch an ihr dran? Negativ, wir haben sie nicht mehr im Blickfeld. Scheiße. Lauf, lauf! Sind sie krach? Posten 2, hast du sie übernommen? Negativ. Wiederholen. Wiederhole negativ. Posten
zwei, was ist los? Hast du sie mittlerweile? Okay, kommt raus. Hier, da. Polizei! Hey, hey, los! Weg von der Frau, los! Okay, hierher, los, komm, 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 komm. Die Hände hier oben drauf, los, jetzt bald. Was denn? Ja, okay. Komm, 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 komm. Endlich haben wir euch. Pisser, frischer Tag, nicht wahr? Das wird jetzt ein bisschen. Ach ja. Mein Vater macht dich sowas von fertig. Wohl kaum. Sie werden Ihre Immunität verlieren und dann kriegen Sie Ihre Strafe, ganz versprochen.